Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Nachtaufnahme. Ich hoffe, dass wir endlich mal wieder ein Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen und nicht in der Verlängerung. Also, ich gewinne auch gerne in der Verlängerung, aber wäre geil, wenn es nicht so lange dauert. Also, und ich dann dementsprechend in der regulären Spielzeit gewinnen kann. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mit der Calcio spielen. Und Quadrado, ach guck mal, Quadrado hat 98. Ach stimmt, wir hatten ja zwei Spiele mit der Bundesliga gemacht, deswegen konnte er sich erholen und dann in der Verlängerung als eingewechselter Spieler hat er nicht so viel Fitness verloren. Von daher war es gar nicht so schlimm, dass wir ihn statt Brandt eingewechselt haben. So. Schauen wir mal. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Gegner leichter werden. Mittlerweile haben wir es so. Ah, das sind die hässlichen Trikots. Mittlerweile haben wir so oft in Folge gewonnen, dass es jetzt einfach zu schwer bleibt oder schwerer wird. Ja, guckt euch das Team an, dann wisst ihr Bescheid. 90er Legende als Sechser, 90er Legende als Stürmer, aber beides nur Leihspieler. Trotzdem der Rest auch stark. Griezmann als ZOM, Loris, dann Lacazette. Da war letztes Jahr ziemlich geil drauf. Jetzt konzentrieren, damit wir das reguläre Spielzeit gewinnen können. Ja, das war hervorragend verteidigt. Vor allem halt von der CPU-Verteidigung. Also, da hatte ich aber auch das Pech, dass ich komplett den falschen Spieler bekomme. Aber nicht aufregend. Es ist sehr zeitig, wir haben genügend Zeit. Dieses 1-0 auszugleichen und ein 2-1 draus zu machen, um das Spiel zu gewinnen. Oh, schön, wie er einfach stehen bleibt. Hernandez, das ist die Legende. Also, falls ich jetzt zu beschissen spielen sollte, in dem Spiel werde ich auch nur ein Spiel machen und das zweite nicht, weil dann habe ich halt noch 18 statt 17. Oh, ich dachte, er läuft mal durch, der Icardi. Hier bietet sich mal jemand in der Mitte an, oder? Kein Bock, oder was? Ah, schön getunnelt. Glaube ich zumindest, sah so aus. Oh, spielt er gut. Nimmt er richtig gut mit dem Ball. Okay, grandios gespielt. Sehr, sehr gut gespielt. Aber es ist erst ein 2-0. Kedira ganz gut. Machen wir beschissen. Da ist Brozovic dann leider der Ballversprung bei der Ballannahme. Leider kein Stellungsfehler, den ich ausnutzen konnte. Ich glaube, meine Konzentration lässt gerade zu sehr nach. Also ich glaube, ich werde nach dem Spiel kein weiteres machen. Es sei denn, ich gewinne, dann überlege ich mir nochmal. Aber ich denke, bei der Niederlage werde ich abbrechen. Ich glaube, bei einem 3-0 breche ich ab und spiele einfach noch ein Spiel. So geht's auch.
Was hat er davor gehabt? Auf Elfmeter spekuliert, oder? Ja, ich bin gerade so uninspiriert und dumm, ey. Ist der Wahnsinn. Fuck, Alter, bin ich gerade schlecht. Sobald es 3-0 fällt, werde ich einfach noch ein neues anfangen und drauf scheißen. Wenn ich hier 2-0 verliere, dann lasse ich es, denke ich. Oder wenn es... Bei 1, vielleicht geht ja doch noch was. Mal gucken. Haben wir auch gut rausgespielt. Krasser Schuss von Icardi leider, geht da nicht rein. Oh, Kedira, komm. Nice luck. Schön gemacht mit Gulam. Ich habe ja schon keine Power mehr. Ecke. Lange kein Eckentor mehr geschossen, vor allem von Musaccio. Ich glaube, Koulibaly steht jetzt immer im Weg. Ja, das war jetzt viel zu riskant. Wenn da ein Ballverlust entsteht, dann Heide Röslein. Schön gemacht von El-Sharawi, wie er da einfach aus dem Weg geht. Das war, glaube ich, Musaccio. Okay, aber ist noch alles drin. Ein Tor hinten, haben wir uns Torschancen erspielt. Überfalltaktik des Gegners funktioniert nicht mehr ganz so gut. Sehr gutes Timing, aber Musaccio lässt sich zum Glück nicht so leicht abkochen. Oh, Freunde. Oh, locker Pass. Schade. Danke. Nein, und dann lege ich mir so weit vor. Ich Vollidiot. Da war ich schon schön durch mit Brozovic und dann lege ich mir so weit vor.
Abseits. Ah, dieser Hernandez geht gut ab. Terrera, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Icardi hat lange keinen... hat lange keinen Zauberturm mehr geschossen. Schöne Grätsche. Also da merke ich einfach meinen Konzentrationslag, dass ich dann aus solchen Situationen viel zu wenig mache. Heieiei, da haben wir Glück, dass es ja nicht 3-1 steht, weil da wird es nochmal richtig schwer. Aber ich traue mir auf jeden Fall noch ein Tür zu, vielleicht auch noch zwei. Was denn den nicht machen, verdammt nochmal! Den musst du doch machen, ey! El Shaarawy raus, zu wenig Power. Oh, Gulam verletzt. Komm schon. Oh, das war ja richtig gut gespielt von dir. Weil da hatten wir schon... wieder Aloja, Führung 3-1 wäre auf jeden Fall verdient für den Gegner. Haben ein bisschen Glück. Schlechte Ballannahme. Oh, was ist denn das für eine Ballannahme? Einfach mal abschließen, weil großartig durchdribbeln, das schaffe ich eh nicht mehr. Oh, jetzt schießt er mich auch noch an, ey, fuck! Ach, wir waren wieder dran mit Musaccio. Es ist verdient, die 3-1-Führung ist verdient, aber in der Situation natürlich sehr, sehr unglücklich. Oh, fuck, man. Jetzt werden wir es leider nicht mehr gewinnen. Wir schießen, denke ich, keine zwei Tore mehr. Traumhaft gespielt. Jetzt können wir es auch abbrechen. Ich glaube, ich mache das mal ein Spiel. Ich habe gerade Bock. Fühle mich entweder ganz gut. Wenn man jetzt, und wie gesagt, wenn ich jetzt dieses letzte Spiel auch noch verliere, aufgrund von mangelnder Konzentration, ist es scheißegal, weil selbst wenn ich jetzt noch 17 Spiele übrig habe, ist es so, dass ich am Sonntag dann die letzten Spiele so tot spielen werde. Von daher lieber jetzt. Und ich fühle mich auch noch ganz gut. Das wird ja auch noch ein
Sieg hinbekommen. Moment mal. Regeneriert sich etwa die andere Mannschaft nicht, wenn man ein Spiel abbricht? Das ist gerade nicht der Ernst, oder? Guckt euch das mal an. Die sind nicht regeneriert. Da spiele ich noch eins mit der Calcio, aber. Hä? Seit wann ist das denn so? Seit wann regeneriert sich denn die andere Mannschaft nicht? Ach so, ich kann nicht mit der Calcio spielen. Oh, das ist ja jetzt beschissen. Das ist ja jetzt richtig beschissen. Ich glaube, es geht trotzdem noch. Aber seit wann ist denn das so, bitteschön? Dass sie sich nicht regenerieren, wenn man ein Spiel abbricht? Das ist ja richtig kacke. Egal, wir gewinnen jetzt einfach eine reguläre Spielzeit, damit uns die Ausdauer nicht zum Verhängnis wird. Seit wann ist denn das so? Das kann doch nur daran gelegen haben, oder? Dass ich meine Mannschaft nicht regeneriert. Ich meine, ich habe jetzt zwar zwei Spiele gemacht, aber die werden doch jetzt viel besser regeneriert als nur auf 93, oder? Das ist ja kacke. Oh, weil da hat sich ja gar nicht gelohnt. Es war 84. Minute. Ich habe einfach nur gedacht, okay, du brichst dich schon ab. Sparst dir die letzten Minuten. Das ärgert mich. So, jetzt aber noch mal ein leichter Gegner, bitte. Das gewinnen wir das Spiel und dann ist alles gut. Okay, zumindest das Team ist erstmal nicht so eine Bombe, außer dieser 88er Scream-In-Verteidiger. Oh, da hat Goretzka, ach meine Fresse, er hat Goretzka gezogen als Foot Champions. Ach, das hätte ich natürlich auch sehr gerne gehabt. Sehr, sehr gerne. Weil den hätte ich sofort für Tolisso gespielt. Oder für Bender? Ich glaube sogar, Tolisso gefällt mir zumindest besser als der nicht geupgradete Bender. Aber zum Glück muss ich mir die Frage gerade nicht stellen. So, konzentrieren, komm, jetzt dann dieses Spiel nochmal gewinnen. Das ist jetzt definitiv das letzte Spiel, was ich mache in dieser Nacht in dieser Nachtsession. Und ich hoffe, dass ich es gewinne. Haben ja bisher ganz gut gespielt, auch wenn man meistens Ersten da. Auch wenn wir es meistens erst in der Verlängerung gewonnen haben. Zum Glück. So, Konzentration. Jetzt lassen wir einfach mal als dummen Fehler durchgehen. Oh, wir hatten den Ball. Also quasi. Natürlich nicht, sonst hätte man ihn ja. Was für eine Logik. War bei. Oh, macht's leider gut. Danke, Fährmann. Ich spiel Kacke bis jetzt. Ich spiel echt Kacke. Danke für diesen Block. Ist eigentlich ein Foul. Geiler Pass.
Ja, ich bin nicht lange genug auf dem Schießbutton gewesen. Das ist, glaube ich, ein Elfmeter. Haben wir Glück? Oh, ich bin echt scheiße. Aber wie gesagt, ist egal. Normalerweise von der Müdigkeit her sollte ich nicht mehr spielen, aber Werner macht es halt trotzdem, egal wie müde und unkonzentriert ich bin. So, jetzt 1-0, komm, jetzt gewinnen das Spiel. Komm, das muss mir jetzt nochmal einen Boost geben. Moment, ich gebe mir eine kräftige Ohrfeige. Und noch eine. Und noch eine. So, perfekter Schuss. Richtig geil. Unverdient, absolut unverdient. Der Gegner war bisher besser. Und jetzt konzentrieren wir uns nochmal. Machen noch ein zweites und drittes und dann ist das Ding durch. Ich weiß nicht, wo er den Ball wieder hinspielt und vor allem wieso. Fährmann. Krass, dass er den nicht macht. Aber war gut gespielt. Das ist ein bisschen aggro. Ich glaube, er ist ein bisschen angepisst. Danke. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen angepisst. So, Arangis. Arangis, Arangis, Arangis. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass da jetzt gar nicht kommt. Das ist gerade ein bisschen Slapstick. Er hat Prosinski, das ist ja auch interessant. Schlechte Idee von mir, zum Glück dann aber auch ein schlechter Pass vom Gegner. Schick ihn in den Lauf und er läuft nicht, dieser Idiot. Bender ist halt echt schon ein Monster, ne? Aber es ist klar, Boost. Alter, ich spiele scheiße, ey. Ich spiele richtig scheiße, aber die eine Chance hätte er trotzdem machen müssen, auch angestellt. Dann wäre es jetzt 2-0. Ich will nicht beenden. So, jetzt konzentrieren. Komm, wir machen jetzt noch eins. Komm schon. Ich will das Spiel unbedingt gewinnen. Och Mann! Dann noch so eine Scheiße, ey. Wir bleiben nicht im Ballbesitz.
Ich weiß nicht, warum er da einen Laufpass macht, aber ich hätte trotzdem einen Tor machen können. Leider nicht gut, ich hätte eher schießen müssen. Danke, Fährmann. Das kann halt auch ganz, ganz easy das Gegentor sein. Das 56. Oh, fuck mal, der braucht echt noch ein Tor. Einfach raus und bald auch noch ankommen lassen. Sehr geil. Krass, wir spielen so scheiße, Alter. Och, und wir waren zuletzt dran. Was, wie kann denn das sein? Ich raff das einfach immer nicht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich komme mit seiner scheiß Pace einfach nicht mehr klar. Scheiße, wir sind so kacke schlecht. Ich kotze. Zum Glück macht er dann einen schlechten Abschluss. So, jetzt raff dich doch mal. Schieß doch mal nach irgendeinem Tor irgendwie. Sollte der Ball nicht hin. Ist abseits. Puh, ist jetzt sogar mehr am Arsch als Zuber, okay. Alter, was für ein Fehlpass von mir und dann kriegen wir es zum Glück nicht bestraft. Also sollten, ich ganz, ganz große Anführungsstrichen, aber sollten wir das gewinnen, dann ist es so unverdient. Ich würde mich so freuen. Interessant, dass das kein Foul war. Ja, ich gehe ganz stark davon aus, dass das der Siegtreffer ist und es ist super unverdient. Es ist absolut unverdient. Gegner müsste schon mindestens zwei Tore haben, also dürfte maximal unentschieden stehen. Und ich würde sogar sagen, ja, drei Tore sollte der Gegner haben und ja, sehr unverdient. Aber ich freue mich, weil das ist so geil, wenn ich jetzt in der Nacht-Session wirklich noch so ein Lackerspiel gewinne. Und das erste Spiel, das wir verloren haben, war auch unverdient verloren, von daher, egal. So, jetzt aber konzentrieren. Jetzt natürlich Zeitspiel. 80. Minute, 2 Tore. Das sollte eigentlich machbar sein. Jetzt ist er wahrscheinlich auch mega angepisst. Ich wäre auf jeden Fall ziemlich angepisst.
Wie kann er denn das nicht reinkriegen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie kann er denn die Chance nicht reinmachen? Wahnsinn. Ja, also das soll einfach nicht für ihn ausgehen, das Spiel. Man merkt's. Das gibt's doch nicht. Er hat keine Ausdauer mehr und setzt sich trotzdem durch. Ich wollte keine Schusstäuschung machen. Aber ich glaube, wir können auch einfach aufhören zu steuern. Es würde trotzdem funktionieren, glaube ich. Wie das jetzt gerade zum Beispiel. Schade. Krass, wie sich Zuber hier durchsetzt, obwohl er halt auch keine Ausdauer mehr hat. Ah, das Ding ist durch. Wir gewinnen 2-0. Wir gewinnen zu 0, Freunde. Zu 0 in so einem Spiel. Das ist aber mal absoluter Wahnsinn. Alter, habe ich schlecht gespielt. Ja, aber jetzt brauchen wir auch nicht weiterspielen, weil jedes weitere Spiel werde ich zu 90% verlieren. Erstens, weil die Gegner gut sind und zweitens, weil ich so scheiße spiele. Alter, krass, krass, krass. So, Tore. Einmal Werner, einmal Arangis. Vorlagen. Einmal Werner, einmal Arangis. Oh, du Gott. Aber das Krasse ist, wir haben halt echt eine richtig gute Statistik jetzt. Wir haben schon 6 Siege nach 8 Spielen, ne? Genau, wir haben 6 gewonnen und 2 verloren. Das ist eine richtig geile Statistik. Das ist die beste Week, das ist der beste Weekend-League-Start in FIFA 18, glaube ich. Nice. Ja, die restlichen Spiele mache ich dann wahrscheinlich am Sonntag. Es sei denn, meine liebe Freundin lässt mich am Samstag nochmal irgendwie spielen. Also da muss ich mal schauen, aber ansonsten, ja, 17 Spiele am Sonntag, ich meine, wir haben auch schon 18 gehabt, von daher. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis, ich bin mega froh, dass wir das letzte Spiel noch gewonnen haben. Tschüss.